Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zur neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Wir haben begonnen zu reden. Heute wird mal wieder so eine... Ich kümmere mich um meine Crew. Wenn sie vergeben, werde ich nicht fragen. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal... Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Nur Cash, eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, ja. Ich kann mit ihm auch reden. Der hat ja auch viel zu sagen. Mit Aja haben die Angara echt ein nettes, kleines Paradies gefunden. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal wiederzusehen. Ich auch nicht. Und vielleicht erschaffen wir uns ja eines Tages selbst so einen Ort. Wer weiß. Vielleicht geben Sie uns ja ein paar Tipps, wenn wir Ihre Moschei retten. Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Hat Lexi sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Sam ist Teil dessen, was jemanden zum Pathfinder macht. Ja. Lass mal Sam in Ruhe. Klarkommen. Kein Problem. Solange er nicht in meinem Kopf ist und nicht an meinem Körper rumfuscht. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat Sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Richtig. Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit Sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro, und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Ich mag Rokane. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Das ist sehr schön.
Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Jahrtausenden. Über 1000 Jahre. Ja, okay. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitscheck am Arsch? Irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann schlagen sie mir alles andere auf. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Ja, gut, danke. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitscheck am Arsch? Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Befürchten Sie, irgendjemand könnte Cash etwas antun wollen? Tja, ich befürchte eher, dass sie Spender aus einer Luftschleuse wirft. Oder er versucht, ihr in den Rücken zu stechen und sie ihn dann ins All pustet. Tan wollte mir nicht glauben, als ich ihm erzählt habe, dass Spender an der Meuterei beteiligt war. Ich hatte keine Beweise. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Ja. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Danke. Wiederschauen. Ist hier jemand? Die Küche. Der Frachtraum. Mit wem muss ich reden? War das Gora? Nee. Mit Gora reden wir auch. Gora mag ich. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Wir hatten verdammt viel Glück, dass es dort einen Weg durch die Geißel gab. Ja, so viel Glück werden wir vermutlich nie wieder haben. Also, was gibt's sonst noch Neues? Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des Spezies-übergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Er hat keine Nasen, sie haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Die Valenza. Wer kennt sie nicht? Sira hat uns durch den gesamten Athenien... Die dicke Nasensack, habe ich schon gesagt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Jede Zivilisation braucht jemanden, der sie verteidigt.
Ja, und normalerweise entstammen diese Verteidiger der jeweiligen Zivilisation. Aber Asari-Jägerinnen sind verdammt anpassungsfähig. Da fragt man sich doch, wie unsere Miliz in 100 Jahren aussehen wird. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Was ist da über meinen Kopf? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Nix. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Was? Spielkarten? Wie das? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem Sie gesprochen haben. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Ja, jetzt danke. Müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem Sie gesprochen haben. Haben Sie jemanden Besonderen? Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Na? Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Ehre. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Bisschen flirten schadet nicht. Grüß euch. Grüß euch, Sekunde, du. Wolltest du nicht mit mir sprechen? Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Okay, ich verstehe schon. Vielleicht finde ich einen angaranischen Arzt, den ich nach Ihren, was auch immer, fragen kann. Obwohl, einiges wusste ich sogar mal. Zum Beispiel die Herkunft unserer verkümmerten Organe. Stimmt. Wir haben ein Steißbein, einen verkümmerten Schwanz und ich habe Zehen mit Schwimmhäuten. Sarah nicht. Dafür hatte sie Weisheitszähne. Jetzt sie. Keine Ahnung. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es.
Wenn du das sagst. Wie viele Kolonien haben sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Haben Sie bei Moschai Sefa studiert? Ist sie eine Lehrerin oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand, ein umfassendes Wissen und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Wirklich? Also eine dieser Lehrerin-Schüler-Geschichten? Nein, nicht so. Moschai Sefa ist nach ihrer Rechnung 115 Jahre alt. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen Sportsalmanach ist, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie ein Gläubiger? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Okay, ja. Okay, belassen wir es dabei. Was ist Ihre Geschichte, Jor? Erzählen Sie mir von sich selbst. Wieso? Naja, wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Vielleicht. Das wäre doch auch einleuchtend. Sie ziehen mich auf, oder? Möglich. Was bedeutet das? Es ist eine Redensart. Sie machen Witze und wollen damit erreichen, dass ich mich unwohl fühle. Ah, nein. Ephra hat gesagt, ich soll vorsichtig sein. Und darin bin ich nicht besonders gut. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Cat erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Boiui, der redet viel, oder? Was ist für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Cat zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cat sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Cat schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschai, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cat zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, belassen wir es dabei. Ja. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Danke. Live long and prosper. So, wen haben wir hier? Bibi, chill. Wollt ihr chill nicht mit mir reden? Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Und was werden sie jetzt, da sie mich haben, mit mir anstellen? Ha, das muss ich mir noch überlegen. Sie haben mich unvorbereitet erwischt. Setzen Sie es auf Ihre Aufgabenliste und fragen Sie mich ruhig, falls Sie ein paar Vorschläge brauchen. Das werde ich. Verlassen Sie sich drauf. Ich habe hier mit ein paar Geißelproblemen zu kämpfen. Sie wollten ja nicht hören, als dieser Archon-Typ versucht hat, Sie vor einer Spritztour in das Ding zu warnen. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion.
was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Wollen Sie wirklich riskieren, dass Ihre Siegesserie reißt? Ha, darauf lasse ich es ankommen. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Okay, ich gehe. Ich hab doch die blaue im Hintergrund gesehen. Hallo? Hallo? Ah, da ist hier. Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Wollen Sie mir wirklich nicht verraten, woran Sie gerade arbeiten? Nein, will ich nicht. Nächste Frage. Wie war Ihre Zeit auf der Nexus? Naja, zunächst mal wurde ich früher aufgetaut als geplant. Ich hatte eine findige Komplizin, die ein paar Strippen gezogen hat. Anschließend habe ich irgendwie außerhalb des Systems gelebt. Ich bin rumgeschlichen und habe Leute bequatscht, mich auf Exkursionen mitzunehmen. Nachdem ich dann meine erste Reliktruine entdeckt hatte, habe ich angefangen, mir Shuttles, auszuleihen. Danach habe ich nicht mehr sonderlich viel Zeit auf der Nexus verbracht. Ich habe sogar den Großteil der Revolte verpasst. Mädchen flirten. Was ist nötig, damit Sie mit jemandem flirten? Nicht viel. Aber es spornt mich zusätzlich an, wenn mein Gegenüber auf mich reagiert. Seien Sie also einfach Sie selbst, dann kommen die Flirts ganz von allein. Sie hatten erwähnt, dass Sie nicht allein nach Andromeda gekommen sind? Ihnen entgeht auch gar nichts. Ich schätze, deshalb sind Sie vermutlich der Pathfinder. Sie war einfach nur eine Freundin. Diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Aber jetzt ist sie nicht mal mehr das. Es ist besser, sich ohne Einschränkungen oder Bindungen ins Unbekannte zu stürzen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Eine gewisse Unabhängigkeit kann durchaus hilfreich sein. Ganz genau. Ich will nicht, dass mich irgendetwas zurückhält. Wie kommen Sie mit dem Team zurecht? Gut, alles ist total nett und entspannt. Ich bestens. Sogar Lexi ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Und Jol, ich verstehe langsam, wie er tickt. Wir können von Glück reden, einen Angara im Team zu haben. Asari können sich mit allen Spezies der Milchstraße paaren. Ich frage mich, ob das auch über die Grenzen unserer Galaxie hinausgeht. Ich habe zwar definitiv nicht vor, mich in nächster Zeit fortzupflanzen, aber er scheint ein guter Kerl zu sein. Oder was meinen Sie? Versuchen Sie, mich eifersüchtig zu machen? Vielleicht. Warum interessieren Sie sich so für die Relikte? Soll das ein Witz sein? Sie sind der Beweis für eine hochentwickelte Spezies, über die niemand etwas weiß. Faszinierender geht's doch gar nicht. Es gibt so viel zu entdecken und ich will die Erste sein, die hinter ihre Geheimnisse kommt. Wir haben heute diese Folge ziemlich viele zwischenmenschliche Beziehungen hier. Wer weiß, welche Fortschritte wir machen könnten, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Okay, Sie sind erlöst, PB. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke. Und schauen Sie mal wieder vorbei. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Wer? Was? Wie? Oh ja, wir haben Schimpfworte ausgetauscht. Wirklich? Danach haben Sie ihn gefragt? Ryder. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Natürlich. Was steht mir zur Verfügung? Ich verstehe es nicht ganz. Wie soll man all dem leckeren Obst auf Aya widerstehen, hä? Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. Ich will mir umziehen, Leute.
Ja. Wo ist nix? Hallo. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Für wilde Reliktpartys natürlich. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Nun, das wäre denkbar. Aber glauben Sie wirklich, Sie haben... Oh, das war ein Scherz. Ich verstehe. Der war gut. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen sein. Also habe ich Dr. Aridana gefragt und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Sie machen Witze. Die Killerroboter aus der Milchstraße? Genau die. Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ÜLG-Sensor umfunktioniert. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Wusste mein Dad darüber Bescheid? Warum hat er mir nichts gesagt? Vielleicht hat er es nicht gewusst. Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Um diese Infos zu benutzen, ja, sie überhaupt zu beschaffen, mussten wahrscheinlich zahlreiche Grenzen überschritten werden. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Wann haben Sie angefangen, an einen Gott zu glauben? Meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Mein Zuhause war von Rationalität geprägt. Als ich dann ins Teenageralter kam, lassen Sie es mich so ausdrücken. Während andere Jugendliche batterianische Musik für sich entdeckt haben, fand ich zu Gott. Aber Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin... hat meine Überzeugung nur noch gestärkt. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit Molekularbiologie und Physik zu beschäftigen. Ich bin dabei immer wieder auf dieselben Muster gestoßen. Sie waren wie Wasserzeichen eines Künstlers. Für mich ist dieser Gott ein Künstler, ein Erfinder. Nicht jemand, der kontrolliert, ob ich mir auch die Zähne geputzt habe. Okay. Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Danke. So, nochmal da drüben. Was mit der? Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge.
Gut, wenn du das sagst, hätte ich schon passen. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal in mein Zimmer. Versuche mich einen anderen Anzug anzuziehen, das gibt's ja nicht. Ist die Küche. Das Klo. Die haben sich bewegt. Also, war gut, dass sie sich bewegt haben, aber trotzdem, die haben sich bewegt. Wo ist denn mein Raum, Leute? Ah, hier. Ich würde sie aber trotzdem gerne ausziehen. Vielleicht kann ich die aber auch nicht ausziehen. Wow. Lass mir alle mal hier steigen. Ich würde aber trotzdem gern anlegen. Warum kann ich das nicht? Egal mal. Ich beende mal diese Folge hier, weil sonst stehe ich. Oh Gott. Ich habe mich umgezogen. Jetzt glaube ich so rum. Bin so cool. Werden nächstes Mal schauen, ob ich die Hauptmission weitermache. Jetzt gehen immer zurück. Jo, Papa. Wenn ich wüsste, wie ich mir einen anderen Anzug anziehen kann. Das hier. Naja. Papa.